Das heißt also, in der Art und Weise, wie die Phänomenologie in Deutschland begonnen hat, vor 100, 120 Jahren. Heute hat sie sehr bedeutende Vertreter, vor allem in Frankreich. Einen werde ich da auch noch vorstellen. Und sie hat vor allem eine Bedeutung, das haben Sie schon in der Ausschreibung gesehen, weil sie wesentlich, bevor schon die Konstruktionsthese auf dem Tisch war, gute Argumente gegen die Konstruktionsthese liefert, also im Sinne einer völlig überzogenen Konstruktion der Wirklichkeit. Also jeder Einzelne hat sozusagen seine Welt, konstruiert seine Welt. Und der Schritt aus einer je eigenen subjektiven Welt in eine andere ist mehr oder minder gar nicht möglich. Also auch Bestreitung von gemeinsamer Wahrheit, Bestreitung überhaupt von einer gemeinsamen Wirklichkeit. Also wir leben ja auch lebensweltlich in der Vorstellung einer ungeheuerlichen Pluralität. Das ist per se nicht falsch. Es hat aber deutliche Grenzen. Und die Grenzen kann man, glaube ich, mit der Phänomenologie auch zeigen. Denn letzten Endes wäre eine je einzelne Welt auch in sich selber vollständig widersprüchlich. Das geht gar nicht. Sie könnten mir nicht zuhören, wir könnten nicht diskutieren. Sprache ist schon ein Wir-Phänomen. Ja, wir benutzen Sprache und können uns verstehen, was nicht heißt billigen. Wir werden eine Pause machen und Sie werden Ihre Einwände auch formulieren. Aber wir gehen zunächst einmal von einer Wir-Erfahrung auch des Daseins aus. Im zweiten Teil nach der zwischengeschalteten Fragerunde, die wird so nach 25, 30 Minuten sein, werde ich dann vor allem Edith Stein vorstellen, weil sie wirklich eine ganz klassische Überlegung durchzieht und da kann man auch hervorragend mitgehen. Ich werde dann auch ein Bild von ihr zeigen. Darf ich aber jetzt einmal fragen, ob ich gut verstehbar bin? Ist das gut so? Wunderbar. Wunderbar. Ja? Denn dann fange ich gleich an. Ich hole meinen Text. Er ist gut gegliedert und ich werde die Gliederung auch immer nennen. Gut. Wir beginnen. Ich gebe erst eine Einführung in die Phänomenologie. Was ist das Ziel? Ich werde den Ausdruck Phänomenologie noch etwas später erörtern, aber zunächst einmal ihr Ziel angeben. Das Ziel ist letzte Rechenschaft geben, letzte Klarheit gewinnen über das Dasein. Das ist bereits ein Ausdruck von Edith Stein. Letzte Klarheit. Und sie fügt noch hinzu, Phänomenologie ist Wissenschaft vom reinen Bewusstsein. Es ist nicht Glied, sondern Korrelat der Welt. Korrelat bedeutet hier also ein Gegenüber zur Welt. Es ist das Gebiet, auf dem in reiner und getreuer Beschreibung absolute Wesenserkenntnisse zu gewinnen sind. Schon ein ziemlich dichter Satz und wir werden die einzelnen Bestandteile aber noch prüfen. Also, Phänomenologie kommt von dem Wort Phänomen aus dem Griechischen. Phos, das Licht kennen wir, phainein heißt erscheinen. Phänomene, auch im Alltagssprachlichen, ist das, was erscheint. Und in diesem Sinne behandeln wir in der Phänomenologie zunächst einmal die Welt der Erscheinungen. Die Welt der Erscheinungen wird hier mit der Wirklichkeit erst einmal gleichgesetzt. Gleichzeitig werden wir aber noch eine Frage haben, die wir mit Edith Stein dann weiterdenken. Ist die Wirklichkeit nur ein Schein? Sind das nur Erscheinungen oder oder ist in der Wirklichkeit tatsächlich auch mehr? Und dieses Mehr würde normalerweise in der philosophischen Sprache bezeichnet mit Sein. Also wie viel Sein ist im Schein und wie viel Schein ist wiederum im Sein? Und Edith Stein geht in dieser Frage nach dem Sein, also nach der Ontologie, einen Schritt über die Phänomenologie hinaus, auch gegen ihren Lehrer Husserl. Das wird wichtig und warum das wichtig wird, werden wir im ersten Schritt auch zeigen können. Noch einmal kurz zu dem, was wir heute Konstruktion nennen. Das gibt es selbstverständlich auch vor 120 Jahren. Es gibt es in einer anderen Weise, auf die dann Husserl deutlich reagiert hat. Konstruktionsthese. In der heutigen Fassung heißt sie folgendermaßen, dass unsere Wahrnehmung subjektiv ist. Das ist sie selbstverständlich. Jeder von uns sieht, hört. Sinnliche Wahrnehmung ist zunächst mal tatsächlich von mir ausgehend. Aber gleichzeitig ist die Frage, bleibt das nur im Bereich des Subjektiven oder sind wir nicht in der Lage, und das ist genau die Frage noch der Phänomenologie,
über diese subjektive Weltwahrnehmung selbstverständlich uns zu verständigen. Das heißt eben auch eine objektivierte Sicht zu gewinnen. Edmund Husserl, ähnlich wie Max Scheler, sein anderer großer Begründer, der zweite große Begründer der Phänomenologie, kann zeigen, beide können zeigen, dass Phänomene letztlich unhintergehbar sind. Also selbst wenn wir von Fantasiegebilden ausgehen oder von Täuschungen, können wir das beurteilen. Wir fallen nicht einfach hin auf sozusagen Scheinprobleme herein. Das ist nicht der Fall. Warum? Das wird ein wichtiges Stichwort sein, weil wir intersubjektiv, also zwischen uns als Subjekten, uns verständigen können. Und diese Verständigung betrachten wir uns. Weltliche Phänomene oder das, was erscheint, leuchtet nicht nur mir ein, sondern eben auch anderen. Und wir haben Sprache, wir haben Kommunikation, wir haben viele Formen von Austausch, in denen wir uns darüber verständigen. Vor allem hat Edith Stein auf dem Feld dieser Intersubjektivität Arbeiten vorgelegt. Und ich führe gleich ein Wort ein. Intersubjektivität bedeutet gemeinsame Konstitution von Außenwelt. Wir werden ein paar Begriffe kennenlernen. Ich versuche, sie zahlenmäßig überschaubar zu halten. Konstitution heißt eine Aufstellung, eine Begründung, ein Darstellen, also eine gemeinsame Aufstellung von Außenwelt. Es ist nicht meine Welt, es ist unser aller Welt. Und wir werden prüfen, welche Kriterien, also welche Anzeichen es gibt, jedenfalls erarbeitet worden sind, dass wir uns darüber hinreichend verständigen. Dann bleiben selbstverständlich noch Lücken oder, sagen wir besser gesagt, Eigenheiten auch meiner subjektiven Wahrnehmung, die ich nicht mitteile, die vielleicht ein anderer auch nicht versteht. Aber die gemeinsam konstituierte Außenwelt ist immerhin so deutlich, dass wir über sie sprechen können, dass wir über sie streiten können und dass wir über sie auch eine einheitliche Aussage treffen können. Deswegen werden wir am Ende noch einmal fragen, ob durch die große gemeinsame Konstitution von Außenwelt nicht die Konstruktionsthese selbst widersprüchlich ist. Das möchte ich zeigen. Natürlich hat sie selbst Widersprüche. Das ist kein Besserwissen, sondern das erklärt sich dann auch aus der Sache. Das heißt, die Verlässlichkeit intersubjektiver Wahrnehmung wird unser Thema sein. Die Verlässlichkeit intersubjektiver Wahrnehmung. Gut, wir gehen gleich zu Edmund Husserl als dem eigentlichen wirklich bedeutenden Kopf. Ich will aber noch zwei Namen nennen, damit Sie, also man könnte noch 10 Namen nennen, aus dieser frühen Forschungsarbeit. Es ist eine unglaubliche Kooperation gewesen. Zuerst einmal in Göttingen. Göttingen war damals sozusagen Welthauptstadt der Philosophie unter Husserl. Später wird das dann in Freiburg sein. Freiburg also sozusagen das Mekka der Phänomenologie. Die Namen heißen nochmal Adolf Reinach, ein wichtiger Assistent Husserls, den Edith Stein außerordentlich schätzte. Max Scheler habe ich schon genannt, aber auch Roman Ingarten gehört dazu, der die persönliche Liebe von Edith Stein, die er leider nicht erwidert hat, vielleicht zum Glück nicht erwidert hat. Edith Stein hätte sonst einen anderen Weg genommen. Und mehr. Also die Phänomenologie breitet sich durch die Konzentration bei Husserl, durch seinen Schülerkreis übrigens bis Japan aus. Wir haben als bekanntesten Schüler selbstverständlich Heidegger, aber bereits bei Husserl und Heidegger sind schon auch japanische Studenten, die die Phänomenologie heute auch japanisch betreiben. Wir bleiben jetzt bei Husserl. Husserl hat ein Buch geschrieben 1901, mit dem er eine Revolution lostrat. Es heißt Logische Untersuchungen. Die Hauptthese: Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas. Das klingt sehr simpel, das ist aber in diesem Sinne eine Revolution, als sich damit schon die Frage verbindet, gibt es Welt eigentlich nur in unserem Bewusstsein? Wir haben vor Husserl eine große Irritation, die durch Kant ausgelöst wurde. Kant, also ein anderer ganz großer Name der deutschen Philosophie. Ich füge hinzu, dass wir zwischen Kant und Heidegger die große Phase über 150 Jahre deutschsprachiger Philosophie haben. Damals ist Deutsch die Weltsprache der Philosophie. Und Kant hat gezeigt, unhintergehbar gezeigt, dass unser Bewusstsein, unser Denken, unsere Erkenntnis
nicht einfach hier nur die Dinge sieht, also im schlichten Sinne hinsieht und erkennt, sondern dass wir Bedingungen des Erkennens mit uns tragen. Ich nenne nur zwei, man muss das vertiefen, aber von dem Beispiel her wird es deutlich. Zum Beispiel, wir haben Anschauungsformen der Erkenntnis, die wir nicht ablegen, die uns eingeboren sind. Zum Beispiel Zeit und Raum. Zwei Anschauungsformen der Erkenntnis. Das heißt, wir schauen nicht einfach nur in Wirklichkeit, sondern was wir sehen, ordnen wir völlig unbewusst, a priorisch heißt das. Also vor wir uns dazu entschließen, immer schon in Zeit und Raum ein. Wir sehen immer räumlich und wir sehen immer auch zeitbezogen. In diesem Sinne kann man nun zweifeln und im Kantianismus, also nicht bei Kant selber, aber in seinen Nachfolgern war ein gewaltiger Zweifel entstanden. Wir können das Ding an sich, also das Ding außerhalb unseres Bewusstseins als solches nicht erkennen. Das hat Kant auch so betont, aber nicht eigentlich unter einem Zweifelsargument, sondern einfach als Selbstverständlichkeit. Wenn aber dieser Gedanke nun hochgeschraubt wird, dann hat sich darin eine sehr deutliche Zweifelssituation ergeben. Tragen wir nicht unsere Bedingungen, unsere Rahmen des Erkennens so in die Wirklichkeit ein, dass wir die Wirklichkeit damit entstellen? Kant hätte den Rahmen der Erkenntnis als solche nicht als Entstellung empfunden, keineswegs. Zeit und Raum sind ja auch Kategorien, mit denen wir denken können. Aber es kommt im Zuge des Kantianismus dann eben in einen solchen Zweifel. Verdecken wir in der Art, wie wir Bewusstsein artikulieren, nicht tatsächlich einfach die Wirklichkeit? Nun Husserl. Husserl übernimmt Kant. Kant ist unhintergehbar. Das ist eine geniale Entdeckung geradezu. Und sie muss auch überhaupt nicht skeptisch sein, sondern sie beschreibt auch Wirklichkeit. Aber Husserl wird nun formulieren, die Frage von Kant noch einmal formulieren, wie erkenne ich etwas? Wie? Also in den Anschauungsformen meines Intellekts, die kann ich nicht ablegen. Aber Husserl stellt die Frage noch mal anders und betont nun anders. Wie erkenne ich etwas? Das klingt nun so simpel, dass man die Genialität nicht mehr hört. Wie erkenne ich etwas bedeutet, dass ich selbst in der Art und Weise und gerade in der Art und Weise meines Blickens, ich kann ja nur so blicken, wie mein Blick eben gebaut ist, aber selbstverständlich meinen Orientierungspunkt in der Sache habe, also in etwas. Und mit dieser Betonung von etwas kommt nun Husserl auf den Punkt zu sagen, wir können uns ja nicht nur mit dem Bewusstsein als solchen beschäftigen, immer nur fragen, also wie sieht das Auge, kann ich das immer noch feiner artikulieren, sondern ich muss ja auch fragen, was sieht das Auge? Und können wir uns über dieses Was auch verständigen? Und die Antwort heißt ja. Dazu räumt Husserl zunächst mal auf, das sage ich ganz kurz, das ist aber ein sehr großartiger Beitrag zur Philosophie. Husserl selber kommt nämlich aus der Mathematik und kann nun zeigen. Er räumt auf mit Naturalismus, Empirismus, Psychologismus und Historismus. Wenn Sie so schnell nicht jetzt mitschreiben können oder auch mitdenken können, es macht gar nichts. Diese vier genannten Punkte nochmal kurz. Husserl räumt auf mit den Lehren am Ende des 19. Jahrhunderts, die alle auf ihre Weise eine Einschränkung des Erkennens bedeuten, sondern Husserl räumt grundsätzlich wieder die Erkenntnismöglichkeit frei. Wir können gleich sagen, das ist ein Ausdruck, den er benutzt, freilegen ist ein Grundzug der Phänomenologie. Naturalismus würde heißen, dass in der damaligen Philosophie, aber auch in den Naturwissenschaften, Phänomene ausschließlich auf raumzeitlich materielle Inhalte reduziert waren. Also raumzeitlich materielle Gegebenheiten. Dagegen ist aber schon der Einwand, wer etwas von seiner Entstehung her, von seiner Kausalität her erklären will, muss doch zuerst wissen, was es ist. Sehr dichte Sätze, aber nochmal, eine Kausalität, also eine Ursache-Folge-Beschreibung, setzt ja voraus, zunächst mal festzustellen, was etwas ist, damit es überhaupt in seiner Entstehung dann begründet werden kann. Mit anderen Worten, der Naturalismus fängt immer schon einen zweiten Schritt zu spät an und ist noch gar nicht einmal bei dem Ding, das er erklären will. Das ist eine dieser Überlegungen.
Ich habe das jetzt sehr kurz gesagt, aber das ist sehr, sehr weit tragend, die ganze Überlegung. Zweiter Gedanke, der Empirismus. Es gibt nur das, was wir erfahren können. Das lässt sich äußerst schnell widerlegen. Erfahrung setzt immer Strukturen voraus, die vorgegeben sind vor der Erfahrung. Zum Beispiel mathematische Strukturen, logische Strukturen. Die Logik ist vor allem Empirismus. Auch das sage ich jetzt mal sehr kurz. Dann kommt noch Psychologismus hinzu. Wir sind hier schon in der Nähe übrigens auch einer Konstruktionsthese von heute. Das heißt, Psychologismus erkennen ist nur ein Erleben der jeweiligen empirischen, also subjektiven Psyche. Psyche. Das heißt, auch hier wird die Psyche, also die Seele, Seele ist noch weit umfassender als Psyche, aber Psyche im Sinne einer seelischen Fähigkeit, sich einzufühlen, Dinge zu erkennen, aber die Psyche bleibt eben auch rein oder überwiegend rein im Bereich des Subjektiven hängen. Gegen diesen Psychologismus hat übrigens auch Edith Stein heftig geschrieben. Sie hat bei William Stern, also so heißt er später, in Breslau heißt er noch William Stern, gelernt und sagt, es war eine Psychologie ohne Seele. Also im Grunde genommen auch nur eine reine Kausalitätserklärung. Die Psyche artikuliert sich so, weil sie vorher Folgendes erlebt hat. Also eigentlich nur so eine Art Reizreaktionsverhalten. Ich wiederhole das jetzt nicht. Mag sein, dass diese Partie jetzt sehr kurz war, aber wir können sie bündeln und damit wird sie nochmal verstehbar. Husserl hat es geschafft, das schafft er schon vor 1900, in diesen modernen Richtungen, in allen Dingen, in ihrem Relativismus, eine zweitrangige und viel zu spät kommende Erkenntnistheorie anzusetzen. Das heißt, dieser Relativismus spart immer aus, was vor aller Empirie, vor aller Psychologie, vor allem Historismus bereits als Struktur innerhalb des Denkens da ist. Mit anderen Worten, diese Relativismen können überhaupt nicht in einem entscheidenden Sinne strukturell denken. Sie rechnen überhaupt nicht mit a priori Verhalten. Das heißt, sie unterlaufen auch alles das, was Kant eigentlich aufgedeckt hat. Nämlich, dass unser Bewusstsein eine Struktur hat, eine a priorische, vom Bewusstsein unabhängige, also nicht von uns gewollte, sondern vorfindliche Struktur. Und diese Struktur ist vergleichbar. Jeder von uns hat sie. Kant nennt sie das transzendentale Ego. Husserl nennt es ganz genauso. Das heißt, wir können uns deswegen verständigen, weil wir von denselben Strukturqualitäten her geprägt sind und von daher denken. Ja, jetzt aber ein Schritt in das, was uns interessiert. Was macht Husserl in der Phänomenologie deutlich? Er ist ebenso revolutionär wie konservativ. Revolutionär ist er, weil er nun wieder über das Wirkliche als erkennbar, mitteilbar spricht und dass das Wirkliche als Gegebenheit für uns im Plural, also für uns alle, in derselben Weise erkennbar ist. Also nicht je subjektiv, nur eingeschränkt von mir zu dir mit einer Mauer der Erkenntnis umgeben, nein, sondern die Wirklichkeit als Gegebenheit im allgemeinen Sinne. Das ist revolutionär. Es ist wiederum konservativ, weil er diese Wirklichkeit zunächst einmal als Faktizität, als sinnlich wahrnehmbar, also nicht nur einfach als gedacht, sondern primär und im ersten Zugang über die Sinne erkennbar und aufschließbar sieht. Das ist konservativ, das ist das, was Platon schon macht. Das ist dasjenige, was das Mittelalter tut. Also das Vertrauen in die Wahrnehmung, zunächst mal auch der Sinnlichkeit, wobei aber natürlich die Sinnlichkeit noch bearbeitet werden muss. Aber immerhin, es gibt Gegebenheiten, das ist das schöne Wort, das Husserl verwendet, eine Gegebenheit. Im Französischen heißt sie heute Donation, ganz wörtlich übersetzt. Und wir werden von Donation und Gegebenheit ganz wesentlich später im zweiten Teil dann auf die Frage nach dem Geber kommen. Wenn wir eine Gegebenheit haben, wer gibt die Gegebenheit? Fragezeichen. Husserl wird das nicht fragen, er vermeidet die Frage. Gut, wir sehen also, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, in einem Phänomen, das kann ein sinnliches Phänomen sein, das kann ein gedachtes Phänomen sein, also etwas, was nur in der Literatur existiert. Nehmen wir das Phänomen einer Meerjungfrau, wie bei Andersen. Die gibt es nicht, aber sie ist als Phänomen denkbar und gedacht.
und vorgestellt. Bis zum Phänomen Gott. Husserl fragt auch danach. Also Gott, er fragt nicht, ob es Gott gibt, das ist eine andere Frage. Aber es gibt Texte, es gibt Erfahrungen, es gibt Menschen, die darüber sprechen. Und insofern ist Gott auch ein Phänomen. Zumindest erstmal ein Phänomen gemeinsamer Kultur. Und die Frage heißt nun, wie betrachten wir die Phänomene? Und zwar so, dass sie tatsächlich nicht nur für mich persönlich sinnvoll sind, sondern dass wir darüber sprechen können. Das heißt, dass wir in eine gemeinsame Phänomenerfassung münden. Mit dem berühmten Schlagwort heißt das, wir kommen zu den Sachen selbst. Das heißt, ist von Husserl genauso formuliert. Phänomenologie ist die Beschäftigung mit den Sachen selbst. Ja, was sind die Sachen? Hier könnte man, muss man ein Missverständnis ausräumen. Die Sache ist nicht einfach das, was vor Augen liegt. Damit beginnt es selbstverständlich. Aber Philosophie und Phänomenologie ist Philosophie, handelt natürlich nicht von Äpfeln, Birnen und Dingen und Möbeln oder Gegenständen, sondern sie tut ja eines, indem sie in den Sachen selbst, ich zitiere jetzt wörtlich gleich Edith Stein, nicht einzelne Dinge der Erfahrung aufsucht, sondern den Wortsinn aufsucht, die Idee oder das Wesen der Dinge. Also die Sachen selbst heißt, phänomenologisch betrachten bedeutet, bleiben wir beim Beispiel des Apfels, nicht einfach den jetzt vorliegenden Apfel zu untersuchen, sondern zu fragen, was macht den Apfel zum Apfel? Warum kann ich mir erlauben, ihn von einer Birne zu unterscheiden? Das heißt, ich muss ja mehr in ihm sehen als ein zufällig vorhandenes Ding, das jetzt liegt und das den. Was macht den Apfel zum Apfel? Das ist das Wesen der Dinge. Husserl formuliert, ich sage das wörtlich, schauende Erkenntnis ist die Vernunft. Möglichst wenig Verstand. Verstand bedeutet hier immer auch im Kausalen bleiben, wie ist etwas entstanden, wie kann man es durch die Zeit verfolgen oder kann es sich verändern in der Zeit, sondern Vernunft bedeutet, wie er jetzt sagt, möglichst reine Intuition, ein intellektuelles Schauen, das kein verstandes Wissen ist, also keine Einzelteile festhält, sondern intellektuell auf das Wesen des Ganzen schaut. Die ganze Kunst, sagt Husserl, besteht darin, rein dem schauenden Auge das Wort zu lassen und das mit dem Schauen verflochtene Meinen, also mein Urteil, das ich dann fälle, und das durch hinzukommende Reflexion hineingedeutete auszuschalten. Jetzt sind wir schon bei dem nächsten wichtigen Wort, nämlich der Ausschaltung. Wir müssen, um rein zu schauen, bestimmte Dinge auch wegdenken. Es geht also nicht nur um ein sozusagen simples und alltägliches Hinnehmen bestimmter Dinge, sondern in diesen Dingen eine Wesensschau, eine Intuition zu vollziehen. Das bedeutet, ich fasse das nochmal zusammen, in dem Erscheinen des Dinges selber scheint das Wesen durch. Ganz wichtig. Nochmal, im Erscheinen des Dinges scheint das Wesen durch. Wir sehen das Wesen im Phänomen selber. Wesen ist die Sichtgestalt des Dings. Sichtgestalt ist die Übersetzung der platonischen Idea. Idee ist bitte nicht ein verblasener Begriff. In der Idee hören Sie noch das lateinische Wort videre, ist genau dasselbe. Also Idee ist die Sichtgestalt des Dinges. Was macht das Pferd zum Pferd? Und dieses Anschauen verlässt nun das Kontingente, das Zufällige, das ad hoc Vorfindliche, das von der Zeit gekennzeichnete, der Apfel kann verfault sein, trotzdem ist er Apfel. Also das Anschauen verlässt nun das Kontingente, Zufällige am Ding und versucht in der letzten Bewegung des Denkens auf dieses Wesen zu kommen, ohne das Zufällige und Bedingte mitzunehmen. Ohne es mitzunehmen, heißt es einzuklammern. Ich hoffe, Sie sind noch dabei. Ich mache noch einen großen Schritt, nein, zwei große Schritte, dann machen wir eine Pause. Aber dann hätten wir, glaube ich, einigermaßen eingeholt, was Phänomenologie erstmal meint. Und die beiden Schritte heißt nun, was ist phänomenologische Methode? Das kann man üben. Und ich will gleich hinzufügen, damit man das richtig sozusagen in seiner
Qualität erfasst. Ich habe vorhin Göttingen und Freiburg genannt, heute müsste man Paris nennen, als ein Zentrum auch der Phänomenologie oder eben auch Japan, also Kyoto ist ein solcher Sitz auch der Phänomenologie, dass in diesen Zentren sich ganze Schülerschaften bilden. Ja? Es gibt Schulen, es ist also nicht einfach ein einzelner Denker, der sowas denkt, sondern man gerade bei Husserl gab es eine Schule und Husserl hat eigentlich seine Schüler angewiesen, die gesamte Wirklichkeit, die vorliegende Wirklichkeit der Phänomene in Regionen aufzuteilen und jeder Schüler sollte eigentlich eine Region der Wirklichkeit bearbeiten. Also zum Beispiel das soziale Wesen, die Naturphilosophie, das war Hedwig Konrad Martius, die spätere Taufpatin von Edelstein, aber auch zum Beispiel das Wesen der Mathematik zu bedenken. Das heißt also diese Aufteilung in bestimmte Fachgebiete, in denen aber mit derselben Methode gearbeitet wird. Was ist nun die Methode? Was ist Intuition? Um das Wesen wirklich zu sehen und nicht nur oberflächlich irgendetwas zu treffen, müssen Fehlerquellen ausgeschaltet werden. Die Ausschaltung heißt philosophisch, griechisch, Epoche. Wir kennen das Wort Epoche, das hat übrigens sogar damit zu tun, aber das kläre ich jetzt mal nicht. Aber wenn man das auf der letzten Silbe betont, Epoche, dann bedeutet es Klammer. Und Husserl hat seine Schüler zunächst mal gelehrt, einzuklammern und das sehr nachdrücklich zu üben. Es gab also die berühmten Übungsstunden, in denen sie das üben mussten, ein Phänomen betrachten, aber gleichzeitig einklammern. Erstens objektiv. Gefühlsmäßige Vorurteile einklammern oder auch andere subjektive Vorurteile einklammern. Edith Stein, die Meisterschülerin, hat später gesagt, die Welt, diese Scheuklappen der Vorurteile fielen von ihr ab. Das war einfach auch eine Übung. Ich mache mal gleich ein sehr steiles Beispiel. Edith Stein war zu diesem Zeitpunkt Atheistin. Sie hat sich nie so bezeichnet, aber sie hat sich als radikal ungläubig bezeichnet. Und sie wird später schreiben, dass diese Welt der Vorurteile nicht zugelassen war. Also zu sagen, Gott gibt es nicht, ist Blödsinn, weil das habe ich nicht geklärt. Das ist zunächst mal ein Vorurteil. Und bevor ich ein solches Urteil fälle, muss ich bestimmte Dinge erstmal aus meiner subjektiven Überzeugung wegtun. Einfach wegtun. Zweiter Punkt, einklammern, bisherige Theorien, Hypothesen, Ansichten. Das heißt, möglichst nahe an den Gegenstand selber kommen, aber nicht schon wissen, was Aristoteles dazu gesagt hat. Das kann zwar nicht schaden, weil auch Aristoteles gut sieht. Aber die eigentliche Übung geht darauf hin, nicht zwingend immer wieder die Tradition abzurufen, sondern mit dem eigenen Intellekt, mit der eigenen Intuition zu sehen. Dritter Punkt, in der aktuellen Anschauung. Erinnerung an Gewesenes einklammern. Was ist aktuelle Anschauung? Wir nehmen nochmal den Apfel, das ist ein ziemliches Beispiel. Ich konzentriere mich jetzt auf das, was vor mir liegt, aktuell, jetzt. Und die Erinnerung, wie ich das früher gesehen habe, wie ich als Kind das wahrgenommen habe, oder wie ein berühmter Autor, nehmen wir Marcel Proust, mit seinem Beispiel, wie er die Madeleines schätzt und isst, das alles einfach mal wegtun, um tatsächlich nur in der Konzentration auf das jetzt Vorliegende tatsächlich zu denken. Der vierte Punkt, essentiell, das heißt wesentlich am Gegenstand selbst, etwas ausschließen, und das ist jetzt auch eine Verse, also eine Achillesferse, die später von Edith Stein und auch von Heidegger getroffen wird. Man soll nämlich am Gegenstand seine Existenz ausschließen. Also, er versucht nun insofern eine verwundbare Stelle im Grunde genommen nicht verwundbar zu machen. Das, was ich sehe, wenn ich wirklich in der Ablegung meiner Subjektivität, meiner Vorurteile, meiner ganzen merkwürdigen Beschränkungen mich geübt habe, soll ich auch zunächst einmal nicht überlegen, ob das, was ich sehe, existiert. Sondern ich soll mich dem Phänomen als dem, was mir erscheint, anschließen. Warum? Was vermeidet Husserl damit? Er vermeidet damit die Diskussion über die Wirklichkeit dessen, was das Phänomen ist. Das ist nochmal eine Huldigung an Kant. Also tatsächlich die Frage,
Wir konzentrieren uns nur auf den Erkenntnisvorgang selber, aber wir fragen nicht mehr so intensiv nach dem Was des Erkennens. Ja? Also das Was existiert auch das, was ich sehe, ist eine Frage, die ist zulässig, aber sie ist zunächst einmal im Erkenntnisvorgang hinderlich. Wenn ich zum Beispiel die Frage stelle, gibt es Engel? Ja, gehen wir gleich in die Theologie. Würde Husserl sagen, dann, dass ich komme mit der Frage elementar weiter, wenn ich zunächst mal gar nicht mal frage, ob die existieren. Aber es gibt Texte über Engel, es gibt Bilder, es gibt ganz große interkulturelle Traditionen über solche Wesen. Und ich widme mich diesen Wesen, ohne jetzt sofort das Urteil zu fällen, das gibt es hier aber gar nicht. Damit habe ich mir bereits einen Zugang wieder verbaut. Das heißt, gerade bei nicht sichtbaren Phänomenen, gerade bei Phänomenen, die sehr stark in das Gebiet des Glaubens reichen, ist die Frage nach der Existenz für den ersten Augenblick auch hinderlich und in diesem Sinne dann eher wegzulassen. Gut, die Welt also, die Wirklichkeit zunächst mal in Epoche. Und das zweite und damit Ende des ersten Durchgangs. Und was ich nun sehe, was ich nun in seinem Wesen sehe, was ich nun ohne Vorurteile sehe, was ich nun von der ganzen Konzentration meiner Betrachtung her sehe, wird nun beschrieben. Also erstmal einklammern, zweitens beschreiben. Was ist beschreiben? Klingt auch sehr simpel, aber beschreiben ist nun die möglichst genaue Darstellung des Gegenstandes in seiner Eigenheit, das heißt aber auch in seiner Konkretion. Also natürlich eine Wesensschau, aber nun auch ein Beschreiben in seiner Eigenheit. Und das ist nun die höchste Kunst des Phänomenologen, ein Sich-Geben-Lassen des Gegenstandes, und zwar nun als diesen Gegenstand. Als nicht nur den Apfel überhaupt, das ist auch eine große Leistung, aber jetzt in diesem konkreten Apfel versuchen, die eigentliche Konkretheit trotzdem noch nicht zu verlieren. Ja, das ist jetzt ein schwieriger Punkt. Beschreiben heißt, nicht erklären, also nicht zum Beispiel durch Kausalität, wie ist etwas entstanden, das machen die Naturwissenschaften, sondern im Deutschen würde das heißen, ein Verstehen in seiner Einbettung in ein Ganzes. Das möchte ich jetzt erläutern und das bedeutet, ihn jetzt konkret machen. Also Konkretion heißt jetzt nicht den Apfel in seiner Wurmstichigkeit, zufällig, der vor mir liegt, auch nochmal beschreiben, sondern verstehen oder beschreiben bedeutet Einbettung oder Integration in ein Beziehungsgeflecht. Einfügen eines Phänomens in seinen Kontext. Zum Beispiel, Scheler hat das getan, übrigens meisterhaft. Scheler ist an dem Punkt auch bleibend. Welchen Wert hat ein solches Wesen? Welchen Wert hat ein solcher Gegenstand, wenn er wesentlich gesehen wird? Scheler hat 4 Wertebenen unterschieden, woraufhin Gegenstände einzuordnen sind. Also in die Frage der Ästhetik, zum Beispiel, gehört es in den Bereich des Schönen, gehört es in den Bereich des Wahren, gehört es in den Bereich des Guten? Wir können ein Phänomen nehmen wie Barmherzigkeit, schon ein sehr, sehr komplexes Phänomen. Das verstehe ich erst, wenn ich auch den Begriff des Guten damit verbinde. Und bei Scheler, gerade in dieser Wertebene, an der höchsten Stelle steht das Heilige. Auch hier ist nochmal die Frage, gehört ein Gegenstand in das Heilige, in den Bereich des Heiligen? Oder gehört er einfach nur in den Bereich des Schönen? Ja? Das sind ja schon Unterscheidungen, die ganz wichtig sind. Jetzt nochmal, beschreiben bedeutet die Ebene klären, die Verstehensebene klären, in die ein Phänomen gehört. Einbettung oder Integration in ein ganzes Beziehungsgeflecht. Ich mache mal ein Beispiel, weil heute sehr viele Theologen da sind oder überhaupt alle Theologen. Es ist zum Beispiel ein elementarer Fehler, Texte zu lesen, die nicht auf ihrer eigenen Ebene verstanden werden. Ich nehme mal die Genesis und der schöne Widerspruch, der immer heißt, aber die Astrophysik erzählt uns doch etwas völlig anderes von der Entstehung der Welt. Das heißt, jetzt habe ich die Ebene verpasst. Die Astrophysik hat eine völlig andere Ebene der Aussage, als die Genesis hat. Also diese Unterscheidung der Aussageebenen,
Die Astrophysik arbeitet in Raum, Zeit und Materie. Die Genesis tut das gerade nicht, bitte. Die arbeitet gerade mit der Schöpfung von Raum, Zeit und Materie. Das heißt, sie arbeitet bereits vorher. Ein zweites Beispiel, immer wieder anzutreffen, die Wunder Jesu kann man biologisch und chemisch nicht überprüfen. Ja, selbstverständlich nicht. Ja? Biologie und Chemie sind eine Ebene, unbeschadet, selbstverständlich. Aber die Wunder Jesu sind gerade nicht durch einen Verweis auf Biologie oder Chemie abzuschaffen oder zu unterlaufen. Das sind solche Momente, in denen die Phänomenologie sehr hilfreich ist, weil sie im Beschreiben deutlich fordert, dass bestimmte Aussagen, Texte, Phänomene, ob sichtbar oder unsichtbar, auf ihrer jeweiligen Ebene zu verstehen sind. Nicht zu erklären, sondern zu verstehen sind. Also nochmal, in ein Beziehungsgefüge eingebaut werden. Ich nenne nochmal solche Gefüge, Kontexte, Werte. Die Dinge sind nicht nur da, sie sind auch wert. Dazu gehört auch Sinn. Gibt es Sinnangaben in solchen Vorgaben? Dazu gehört auch Ästhetik, Schönheit, das habe ich schon genannt, aber auch Wahrheit. Das heißt, in welches Beziehungsgeflecht gehören solche Phänomene? Und das wird beschrieben. Ja, wer mehr sieht, hat mehr Recht, hat Husserl gesagt. Wer wirklich beschreibt, wer diese Ebenen trifft, wer dieses Eingebettetsein in Kontexte trifft, hat dann nicht nur den Gegenstand als Einzelnen, sondern hat in der Beschreibung die zugehörige Welt geöffnet, also die kontextuelle Welt, in die ein Phänomen gehört. Ich darf mit einer Anekdote nun die Pause einleiten. Ich sehe schon, es wird alles ein bisschen viel. Naja, macht nichts. Also eine Anekdote. Hans Jonas, ein berühmter Schüler von Husserl. Ich glaube, den meisten ist der Name bekannt. Hans Jonas ist auch einer der Begründer der eigentlichen ethischen Betrachtung der Naturwissenschaften. Also hat das deutlich eingefordert, die ethische Wertung der Naturwissenschaften. Einer der großen Schüler, übrigens auch ein jüdischer Schüler von Husserl. Husserl selber war auch jüdischen Ursprungs, allerdings hat er sich taufen lassen. Gut, Hans Jonas fragte einmal den Meister, was würden Sie tun, wenn Sie Gott begegnen? Husserl hat normalerweise vermieden, über Gott zu sprechen, nicht immer, aber in der Regel war das nicht sein Thema. Und Husserl blieb einen Moment still und sagte dann, ich würde ihn beschreiben. eine fantastische Antwort im Rahmen der Phänomenologie. Das heißt, die Phänomenologie bleibt in einem bestimmten Sinne distant. Sie versucht, die Objektivität dessen, was sich zeigt, zu erfassen. Sie versucht es in ein Beziehungsgeflecht, also eine Vergleichbarkeit, eine Kontextualität zu setzen. Aber Husserl würde definitiv nicht in die Anbetung übergehen. Wobei man schon fragen muss, also natürlich, wenn das Phänomen Gott erscheint, ob nicht die Anbetung zwingend dazu gehört. Aber gut, Husserl hat es vermieden, Husserl würde Gott beschreiben. Punkt. Bis dahin haben wir jetzt einmal Phänomenologie gehabt. Wir machen eine Nicht-Pause, gar nichts, wir würden nicht entlassen. Aber vielleicht doch einige Fragen und dann würde ich zu der Konzeption Edith Steins übergehen. Ja, herzlichen Dank, Frau Professorin Gerl-Falkowitz. Das war ja ein, ja, wie soll ich sagen, ein Feuerwerk. Ja, das ist ein Feuerwerk. Ich hoffe, dass es nicht zu viel ist. Also ich hoffe, dass es einigermaßen andockbar ist, ja. Ich glaube, es sind noch alle da. Okay. Daher, ja, die herzliche Einladung. Wer fragt, ist ja durchaus im Laufe der Phänomenologie. Von daher traut euch ruhig, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ergänzungen, Erklärungen oder wenn einfach etwas unverständlich war, wo ihr gerne nachhaken wollt, wo Sie gerne nachhaken möchtet, dann nur zu. Bitte Hand heben und dann schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Sicherlich nicht so ganz einfach jetzt. Sie müssen sich bitte nicht genieren. Fragen gehört zur Phänomenologie, ja? Und gerade die einfachsten Fragen sind meistens die ziemlich komplexen oder ziemlich schwer zu beantworten. Danke. Dann Franz Sedlmayr hat sich als erster gemeldet. Franz, wenn du bitte
Ja, zunächst vielen herzlichen Dank für den reichen, anregenden Vortrag. Eine ganz grundsätzliche Frage. Ich habe den Eindruck, dass Phänomenologie und Konstruktion der Wirklichkeit wie getrennte Räume sind, die nicht miteinander kommunizieren. Gibt es da ein Bemühen oder gibt es dieses Bemühen nicht? Ist das so unkompatibel, dass es gar keinen Sinn macht, da zusammenzufinden? Denn es ist auffällig, im deutschsprachigen Raum, in der Philosophie finde ich das kaum. In Frankreich haben Sie eben gesagt, sehr deutlich, da gibt es sogar auch einen Einfluss des phänomenologischen Zugangs in der Exegese, auch in der Bibelauslegung. Sind es wie getrennte Räume, die nicht kommunizieren, oder gibt es da nicht doch Bemühungen? Denn das müsste doch auch ein sehr befruchtender Dialog sein, oder nicht? Ja, danke für die Frage. Auf dem Gebiet der Exegese kenne ich mich nicht so aus wie Sie. Mhm. Für Husserl wäre auf jeden Fall der Text ein Phänomen. Das heißt, in dem Sinne ist jeder Text zunächst einmal nicht einfach hin schon zu entwerten, indem man nur fragt, wie ist er entstanden. Das sind jetzt lauter Fragen der Kausalität. Ja. Wer hat ihn geschrieben? Wer war dabei? Welche Zeugen gibt es dafür? Wie viele Abschriften haben wir? Und so fort. Das sind Verfahren, in denen ja die Naturwissenschaft immer versucht, solche Kausalitäten herzustellen und daraus eine Wertigkeit auch abzuleiten. Husserl ist selber großer Platoniker, und Platon lese ich ja nicht auf die Frage hin, hat er das jetzt wirklich gesagt oder hat das einer seiner Schüler formuliert, sondern wie dicht ist der Text? Das heißt, was sagt der Text? Also das heißt, nochmal präzise, jetzt nochmal von Platon her gesehen, die platonischen Texte werden in ihrer eigenen Aussage freigelegt. Und das ist der Witz. Das heißt, dasselbe kann ich jetzt mit dem alten, nicht der Witz, sondern das ist sozusagen das Herangehen. Das bedeutet nun gerade exegetisch, dass ich nicht klüger bin als der Text erstmal. Das heißt, natürlich kann ich historische Untersuchungen machen, aber das ist alles eine andere Ebene. Das ist das, was Scheler auch gesagt hat. Ich kann verschiedene Fragerichtungen aufmachen, aber die wesentliche, das heißt diejenige, die phänomenologische wesentliche, bedeutet, dass ich den Text in seiner Aussage bis in seine Tiefe aufmache und freilege, was der Text sagen will. Und das bedeutet in einem elementaren Sinne, jetzt komme ich nach Paris, weil das Jean-Luc Marion dort macht, ein Phänomenologe, oder auch Michel Henry, geschrieben wie Henry mit Y, dass gerade die Aussagen des Neuen Testamentes zum Thema Fleischwerdung zum Beispiel, auch das Thema Sohnschaft, also wenn man Paulus liest, die Sohnschaft des Menschen und so fort. Das sind alles Aussagen, die in eine unglaubliche, fast unerschöpfte Tiefe der Anthropologie hinunterreichen. Und das wird überhaupt nicht ersetzt durch irgendwelche historischen Abhandlungen über Entstehungszeiten oder weiß ich nicht, oder archäologische Erkenntnisse, dass irgendwas woanders geschehen ist, als es in der Bibel beschrieben wird oder so. Das führt eigentlich nirgendwo richtig hin. Sondern ich glaube, der Wert der Phänomenologie besteht darin, im Ernstnehmen eines Textes, im Ernstnehmen eines Phänomens. Und da kommt, glaube ich, auch viel zutage, wenn man das tut. Das ist eine erste Antwort. Also ich will, weiß Gott, nicht die Historie entwerten, aber wir haben eine Form des historischen Fragens, die den Text im Grunde genommen eigentlich nur noch eben als Konstrukt sieht. In Deutschland ist das Problem auch ausgeprägt, aber ich kenne eigentlich keine Verbindung zwischen, oder sagen wir mal anders, ich komme am Schluss nochmal auf die Konstruktionsthese und werde versuchen, sie in ihrer Selbstwidersprüchlichkeit noch zu zeigen. Herzlichen Dank. Also nochmal, ernst nehmen des Textes. Und zwar wirklich, absolut, was ist gesagt? Was ist gesagt? Mhm. Wie lese ich Platon? Wie lese ich die Bibel? Die lese ich ganz genauso. Ich lese sie unter dem Anspruch, dass hier etwas gesagt wird, was wert ist, freigelegt zu werden. Herzlichen Dank. Wir haben noch zwei Meldungen und bitte ich einfach darum, Joachim Dauer, um kurze Frage und auch eine kurze Antwort, damit wir im Zeitrahmen bleiben. Joachim. Ja, also auch von meiner Seite aus zuerst einmal ein herzliches Dankeschön.
Im Mitdenken Ihrer Ausführungen hatte ich dann natürlich den Apfel oft vor Augen, auch mal die Engel, aber die sieht man ja nicht so. Aber ich bin dann relativ schnell beim Mitmenschen gelandet. Und Sie haben ja das Wort gesagt, die gemeinsam konstituierte Außenwelt. Ich frage einfach ganz direkt und banal, gibt es auch eine gemeinsam konstituierte Innenwelt? Wunderbar, ja, gibt es. Die gibt es. Das werde ich gleich mit Edith Stein zeigen. Sehr schön mitgedacht, selbstverständlich. Dazu gehört Kommunikation, dazu gehört Sprache, dazu gehört letzten Endes Glaube. Das sind alles auch, dazu gehört auch psychische, dazu gehören psychische Innenwelten, die wir teilen können, Musik, ja. Danke, sehr, sehr klug. Perfekt, Dankeschön. Wunderbar, danke für die tolle Frage. Und wir haben noch den Winfried Bittner. Bitte schön, Winfried. Ja, ebenfalls herzlichen Dank für den guten Vortrag. Mir ist im Laufe dieses Vortrags auch die heilige Hildegard von Bingen eingefallen, gerade auch als Sie über das Phänomen des Apfels sprachen und die Erkenntnis des Wesens eines Apfels, was unterscheidet ihn von der Birne und so weiter. Bei der heiligen Hildegard von Bingen gibt es ja auch eine Sicht oder eine Schau der Schöpfung, der Geschöpfe und ihres inneren Wesens. Da gibt es viele Bücher darüber. Sie hat zum Beispiel versucht, das innere Wesen der Pflanzen oder auch der Nahrungsmittel zu erkennen und welchen Heilwert oder Gesundheitswert diese verschiedenen Nahrungsmittel auf den Menschen haben. Oder das innerste Wesen der verschiedenen Steine, auch mit ihrem Heilwert für den Menschen. Könnte man diese Sicht und diese Schau der heiligen Hildegard von Bingen auch als Phänomenologie im Sinne von Edith Stein oder ihres Vortrages bezeichnen, 800 Jahre früher schon in ihrer Zeit, oder war das nochmal etwas anderes? Vielen Dank. Ein Teil ist sehr gut so einzuordnen. Und zwar hat Hildegard beschrieben, in dem genannten Sinne. Beschreiben heißt ja nochmal einen Gegenstand nicht als Einzelnen lassen, sondern in ein Beziehungsgeflecht setzen. Und das bedeutet, dass der Apfel ja nicht nur da liegt, Apfel ist überhaupt sowieso kein philosophischer Gegenstand erstmal, ne? Sondern dass jetzt kommt, von der wirklichen Bedeutungszuschreibung ist es jetzt nochmal erst Frucht. Wozu ist er da? Warum dient er dem Menschen? Welche Symbolik enthält er? Und alle diese Dinge, die Hildegard von Bingen versucht hat aufzudecken. Sie würde aber deswegen nicht bei Husserl untergebracht werden, weil sie im Unterschied zu ihm, aber im Gleichklang mit Edith Stein, von der Wirklichkeit des Phänomens ausgeht. Husserl hat sich rausgedrückt aus der Frage, ob das, was er beschreibt, auch wirklich existiert, weil er nicht in die Falle gehen wollte, vom Phänomen bereits auf das Sein zu schließen. Er wollte nicht in eine Ontologie gehen. Während Hildegard ja ganz klar in einer Ontologie verwurzelt ist. Ontologie ist ja bis zum 18. Jahrhundert einfach der klare Hintergrund des Philosophierens. Aber von der Einbettung in die, also der Apfel ist immer mehr als ein Apfel, ne? So, also dieses Mehrsein, dieses Mehrwertige, das ist klarerweise im Beschreiben der Phänomenologie mit enthalten. Sehr schön, danke. Sie denken mit, das ist großartig. Dürfte ich auch eine Frage stellen? Matthias, ja. Kurze Frage, wir müssen sonst im Rahmen bleiben. Ne? Ja, es gibt von Angelus Silesius einen schönen Text, der heißt Mensch werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, dann fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht. Können Sie dazu einiges oder was Kurzes sagen? Es ist wunderbar. Ich sage was dazu, indem ich jetzt auf Edith Stein komme. Denn sie wird nämlich zeigen, dass das Wesen des Menschen oder das Wesentliche am Menschen mit seiner zeitlichen Existenz nicht erschöpft ist. Ja, jetzt negativ ausgedrückt. Also mit unserer zeitlichen Existenz realisieren wir unser Wesen nicht wirklich.
sondern es ist eigentlich zwingend bei ihr, dass die Wesentlichkeit in eine andere geheimnisvolle, in einer Form von weiterem Leben erst wirklich aufgedeckt werden kann. Aber das kann ich gleich zeigen, natürlich. Eine mystische Theorie, und diese mystische Theorie wird von Edith Stein vollständig geteilt. Schönes Beispiel, danke. Danke auch für die Antwort. Wunderbar, ja, dann verkneife ich mir meine Frage, die ich noch hatte, vielleicht später noch. Und bitte lieber Sie, Frau Gerl-Falkowitz, dass Sie weitermachen. Ich versuche es mal sehr bündig zu machen. Okay. Und zwar, ja, Edith Stein, genau wie Heidegger, den spare ich aber, wird nun eine Meisterschülerin von Husserl, wirklich eine Meisterschülerin. Und gleichzeitig wird sie seit dem Jahre 1917, das heißt in dem Jahr, als langsam ihre innere Krise unglaublich dicht wird, wo sie ihren Unglauben nicht mehr halten kann, aber den Glauben hat sie auch noch nicht, wo sie in eine wirkliche Sinnkrise gerät, nun in eine Ketzerei gegen Husserl kommen. Sie nennt es so, ketzerisch. Also Heidegger und Edith Stein haben Husserl dann verlassen, und zwar an welcher Stelle? An der Stelle, wo Husserl eingeklammert hat, dass das Phänomen in seiner Existenz gar nicht bedacht werden muss. Also nochmal, das schöne Beispiel hat ihn ja eingeleuchtet. Wir können über die Engel nachdenken, aber die Frage nach ihrer Existenz ist schwer beantwortbar. Sie stört vielleicht sogar das Nachdenken, weil man beständig mit Beweisen beschäftigt ist, statt dass man es sich tatsächlich erstmal auf das Phänomen einstellt. Aber gut, Edith Stein wird nun sagen, es gibt ja Phänomene, da ist es unabweislich, dass damit eine Existenz verbunden ist. Und wir entfernen uns ja beständig aus unserer Welt, wenn wir immer nur von Wesen reden, von Wesentlichkeiten, ohne zu fragen, ob das Ganze denn auch tatsächlich wirklich, wirklich existiert. Jetzt sind wir bei Edith Stein in der wunderbaren Stelle, an der sie drei Momente angibt, und das ist der zweite Teil des Vortrags, drei Momente, dass wir eine Welt haben, dass sie wirklich ist, dass sie gemeinsam erfahrbar ist, jetzt kommen wir auf das Thema, dass wir nicht nur subjektive Welten haben, also nicht nur Pluralitäten, wie wir sie heute eben in der Konstruktion vertreten, sondern dass wir eine Welt haben, über die wir uns gemeinsam austauschen können. Und was sind die drei Garanten einer gemeinsamen existierenden Welt? Was ist die Gemeinsamkeit, mit der wir uns tatsächlich austauschen können, mit der wir ein Gespräch führen können und so fort? Das Erste, das zielt auf die Frage, die der zweite Herr gestellt hatte, die Intersubjektivität oder das Mitsein. Das ist ein schöner Gedanke, mit dem sie übrigens schon ihre Doktorarbeit beginnt. Husserl hat immer vom Ich ausgedacht. Also ich denke, empfinde, sehe, und jetzt muss ich meine ganzen Klammern setzen und muss meine ganzen Vorurteile weggehen, dann bin ich sozusagen nur noch ein denkendes Ego. Ein unglaublich klarsichtiges, denkendes, transzendentales Ich. Für Edith Stein ist das zu wenig. Das ist nur das ist ein Teil unserer Wirklichkeit. In Wirklichkeit bin ich aber ein reales Ich, und sie schreibt das nun auch in ihrer Doktorarbeit, dass wir, bevor wir überhaupt Ich sagen, eine Erfahrung anderer Menschen machen. Ein Kind wird geboren, ein Kind lernt nicht seine eigene Wirklichkeit als Isolierte kennen, sondern lernt die Wirklichkeit über die Vermittlung anderer Menschen kennen, also im Mitsein. Das einfachste Mitsein ist, dass das Kind einfach hin getragen, genährt, angesprochen wird, angelächelt wird, lauter sehr schlichte Dinge. Das Kind erfährt also, dass das Sein der anderen Menschen, bevor es sein eigenes Sein erfährt. Es erfährt das Wir. Also die erste Welt ist, oder die Welt, die wir erfahren, ist konstituiert, ist aufgestellt durch Mitsein. Wir sind mit anderen. Wir sind intersubjektiv. Dazu gehört übrigens an ganz gewaltiger Stelle auch schon die Sprache. Das ist übrigens etwas, braucht man gleich nachher bei der Konstruktionsthese. Auch die Konstruktionsthese braucht Sprache. Das heißt, mit anderen Worten, sie verständigt sich untereinander über ihre Konstruktion. Und damit sind wir ja schon raus. Das heißt, in der gemeinsamen Sprache haben wir ja bereits die reine Ich-Isolation bereits verlassen, selbstverständlich. Also Intersubjektivität oder Mitsein. Ein zweiter Gedanke, übrigens auch wunderbar in der Doktorarbeit 1916 abgehandelt,
in dem schönen Fremdwort heißt es, sie spricht vom Leib a priori. A priori bedeutet etwas, das immer schon ist, bevor ich noch drüber nachdenke. Ne? Das heißt, mein Leib ist schon da und wir haben ein Leib a priori. Interessanterweise hat Husserl nicht über den Leib nachgedacht, wie die meisten Philosophen das ja nicht tun. Und Edith Stein gehört zu den Ersten, die den Leib als Ausgangspunkt der Selbsterfahrung wieder in das Spiel bringt. Heute pfeifen das alle Spatzen von den Dächern, aber Edith Stein hat das als eine der Ersten überhaupt thematisiert. Der Leib heißt, mein eigener Leib ist gar nicht die Stelle meiner Selbsterfahrung, sondern auch hier geht sie wieder vom kindlichen Dasein aus. Das Kind beobachtet andere Körper, oder nicht Körper, es beobachtet Menschen, aber immer über ihre Leibhaftigkeit. Und wir haben ja einen Leib, den wir selber gar nicht sehen können. Meinen eigenen Rücken habe ich noch nie gesehen. Ich kann mich natürlich vor den Spiegel stellen. Aber ich sehe, das ist ein wunderbares Beispiel von ihr, aber ich sehe, dass andere Menschen einen Rücken haben, also habe ich auch einen. Ich kann meinen eigenen Scheitel nicht sehen, aber ich sehe den Scheitel eines anderen Menschen. In der Spiegelung ist mir das zugänglich, aber so in der Unmittelbarkeit der Leiberfahrung brauche ich erst den Leib anderer. Das heißt, der Rückschluss auf uns selber ist erst ein zweiter. Also mein Ego, mein Ich, wird erst konstituiert, noch einmal, dadurch, dass ich andere sehe, dass ich mit anderen lebe, dass ich den Leib anderer als solchen erfahre. Und jetzt kommt dazu, das ist auch sehr, sehr schön bei ihr in der Dissertation, die Einfühlung in andere geschieht ja nur, nicht indem ich mich nach ihrer Seele erkundige, sondern indem ich ihren leiblichen Ausdruck wahrnehme. Gesicht, Stimmungen nehme ich im Gesicht ab. Ich nehme sie aber auch an der Körperhaltung ab. Ich kann wissen, was ein Mensch denkt, bevor er noch spricht. Er hat in seinem Leib bereits eine Kommunikation mit mir. Und die ist übrigens in der Regel relativ untrüglich. Sie hat sogar überlegt, das ist auch eine sehr weitgehende Überlegung, kann man mit seinem Leib lügen? Das kann man in der Tat. Also, aber auch da gibt es Kriterien. Also man kann eine Straffheit vortäuschen oder eine Form von Aufmerksamkeit, die trotzdem ist es so, und da gibt sie dann die Beobachtungen an, wir merken aber an Winzigkeiten, dass so etwas dann vorgespielt wird. Also der eigene Leib als Maske. Auch das kann man noch einmal durchschauen. Das ist jetzt schon die zweite Ebene. Also wir leben in einer Welt, die wir nicht nur als Einzelne isoliert, rein subjektiv von mir her entwerfe, sondern sie ist schon entworfen. Sie ist von anderen mit für mich entworfen. Ich kann an anderen lernen, wer ich bin. Buber hat übrigens zeitgleich 1924 das wirklich großartige Buch geschrieben, Ich und Du. Und da kommt dieser große Satz, der könnte auch von Edith Stein sein, am Du gewinnt sich das Ich. Ja. Sie würde eher sogar noch sagen, am Wir gewinnt sich das Ich. Ja? Das Du ist ja dann schon ein sehr genaues. Am Wir lernen wir, wer wir sind. Das heißt, wir leben nicht, nochmal das Entscheidende, nicht in einer konstruierten Welt. Wir leben in der Welt, die wir mit uns, die uns andere zur Verfügung stellen und die wir anderen zur Verfügung stellen. Jetzt kommt noch ein dritter Punkt und jetzt kommen wir zu Edith Steins tiefstem Anliegen. Es gibt nicht nur eine Konstitution der Welt durch die anderen mit seinen Intersubjektivität Leib, sondern jetzt kommt das Eigentliche, was sie dann auch ein bisschen in den Glauben hineinführt, von ihrem Unglauben über das Denken zum Glauben führt, ein ganz großer Weg, nämlich in der Ich-Erfahrung. In dem Augenblick, wo ich in eine Welt gestellt bin, die mir die anderen geöffnet haben, komme ich früher oder später auf meine Selbsterfahrung. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an, denn von der Selbsterfahrung gibt es jetzt einen Weg in die Welt, in die Wirklichkeit. Ich unterscheide noch Welt und Wirklichkeit, das mache ich aber nachher. Also, und jetzt kommt die Frage, die Husserl vermeidet, weil er in einem wesentlichen Sinne nicht in theologische Fragen hineinfragen will, aber da bleibt dann tatsächlich auch eine offene Stelle bei ihm. Edith Stein fragt nämlich, jetzt machen wir es genau, woher das Dasein, woher die anderen, die mich mir geben.
Also die Frage nach dem Ursprung auf der einen Seite. Und wir können Sie noch genauer fragen, wer gibt die Gegebenheiten? Also Husserl spricht ja unentwegt von diesen Gegebenheiten, aber die Frage nach dem Geber vermeidet er. Edithstein fragt aber, woher werden, von wem und woher, oder man kann es auch sachlich fragen, von wo ausgehend werden die Gegebenheiten gegeben? Und das ist jetzt eine Frage, die unmittelbar mit dem Ich zusammenhängt. Denn mein eigenes Ich kommt ja, jetzt komme ich auf das, was auch vorhin in der Frage anklang, in mein eigenes Innesein. Ich finde mich ja nicht nur leibhaft vor, und nochmal, mein Leib ist von anderen mitkonstituiert, sonst würde ich das nochmal, meinen eigenen Rücken kenne ich gar nicht. Ja, mein eigenes Innesein bedeutet, ich werde inne, dass ich unterschieden von anderen bin. Das ist das erste Innesein. Sie nennt es dann Selbstsein gegenüber einer Andersheit. Bildhaft sagt sie auch, das geschlossene Ich, für mich selber bin ich da, aber auch das aufquellende Ich, indem ich mich mitteile, anderen mich zur Verfügung stelle, aber gleichzeitig auch nach außen abgrenze, sonst wäre es krankhaft. Also es gibt ein Ich, das immer deutlicher sich abschält oder ausbildet, im Unterschied zu anderen, aber in Verbindung mit anderen bleibt. Das bedeutet aber nun, wenn das Ich in diese Innerlichkeit zurückgeht, empfindet es sich als bedürftig. Erster Gedanke. Was braucht es? Es braucht schon das Zuspiel der anderen. Das hat man schon beschrieben. Das können wir auf sich beruhen lassen. Es ist aber gleichzeitig auch nichtig. Sie verwendet den Ausdruck. Denn es ist leer an sich selbst. Es braucht beständig Zufuhr äußerer und innerer Welten. Was bedeutet diese Zufuhr? Edith Stein hat die auch mit der Sinnfrage verknüpft. Sie nennt das Ich in seinem innersten Grund eigentlich leer. Es ist, kann bei sich sein, aber es hat ja gar keinen Radius. Ja? Es ist sozusagen der Punkt der Freiheit, an dem es ankommt. Aber eigentlich ist die Welt der Radius. Das heißt, was die Welt ihm zuspielt. Sie nennt es auch die Kraftzufuhr von außen. Das ist zum Beispiel schon über Essen und Trinken gegeben, also ganz wörtlich. Aber auch die Kraftzufuhr durch Freude, durch Schönheit, durch Wahrnehmung von Dingen, die stabilisieren, die mich aufrichten, die auch im Grunde genommen Genuss bieten, das sind Kraftzufuhren. Es bedarf aber auch innerer Welten. Jetzt sind wir bei dieser Innerlichkeit. Es gibt auch Zuspiel von Kraft, die nicht aus den dinglichen Wahrnehmungen kommt, sondern zum Beispiel aus der Mitteilung anderer. Wir können Schriften lesen, wir können Musik hören, wir können Gebilde des Menschen betrachten, also nicht nur naturhafte, sondern kulturelle Gebilde. Das sind innere Welten, die wir als Gehalt brauchen. Nicht ich sage mir unentwegt, was das Leben ist, sondern es wird mir auch zugespielt von anderen, die das Leben empfunden haben und es verdichtet haben. Das Innere ist aber auch deswegen noch leer, weil mein Leben aus dem Dunkel kommt. Ich weiß nicht, woher ich komme. Es geht gleichzeitig ins Dunkel. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Edith Stein schreibt das übrigens auch noch als Agnostikerin. Auch gerade in ihrer Dissertation ist sie noch agnostisch. Auch in meiner Erinnerung ist mein Leben lückenhaft. Ich kann mich einem anderen gar nicht eigentlich in Gänze geben. Wie sollte ich das tun? Ich kenne mich nicht. Ich werde von Augenblick zu Augenblick erhalten. Ich könnte auch in der nächsten Viertelstunde tot sein. Ich bin es nicht. Aber wer leistet das? Also warum geschieht das? Das heißt, der Abstand zu mir selber, zu meiner eigenen Lebendigkeit, ist für mich undurchschaubar. Wer gibt mir das Leben? Wer erhält es mir? Ich formuliere von ihr, ich stoße in meinem Sein auf ein anderes, das nicht meines ist, sondern Halt und Grund meines in sich haltlosen und grundlosen Seins. Das ist sehr spröde formuliert, aber Sie hören schon, sie ist jetzt weg vom bloßen Phänomen, sondern sie ist jetzt bei der Ontologie. Also um meine eigene Ich-Haftigkeit zu erfahren, muss ich fragen nach dem Sein, das mich in meinem Sein erhält. Ich bin jetzt schon auf der Ebene, in der ich auch in der Bedrohung des Nichts stehe. Sie hat ja vorher schon gesagt, also mein eigenes Inneres ist leer. Ich bin bedürftig. Wenn ich nicht erhalten werde, verschwinde ich. Hier nur die Klammer zu Heidegger, der das ja durchgezogen hat. Also die Nichtigkeit des Daseins, die dann mit dem Tod endet.
aber jetzt schon die Klammer zu. Edith Stein wird vielmehr anders formulieren. Ich lese wieder wörtlich. Mein Sein schreckt zurück vor dem Nichts. Es verlangt nicht nur nach endloser Fortsetzung seines Seins, sondern auch nach dem Vollbesitz nach Sein. Entschuldigung, sondern nach dem Vollbesitz des Seins. In diesem Sinne verlangt mein Ich nach Fülle. Also diese Innerlichkeit ist weder gedanklich noch lebenspraktisch in der Nähe zum Nichts zu sehen. Wir halten das Nichts nicht aus. Es durchwirkt uns zweifellos, das auch Edith Stein ist davon überzeugt. Aber wir verlangen manifest nach der Fülle des Seins und nicht nach diesem Absacken in diese Grundlosigkeit, die wir ja auch erfahren. Und mehr noch, sie sagt, wir erfahren eine Seinssicherheit, denn wir haben bisher erfahren, durch das ganze Leben hindurch, dass wir ja gehalten werden, obwohl uns die Kraft dafür fehlt, uns selber zu erhalten. Also etwas erhält mich. Das nennt sie eine Seinssicherheit. Mit anderen Worten, das Dasein hat einen Gabecharakter. Ich will sehen, dass ich jetzt zum Ende komme, damit wir das dann auch im Gespräch nochmal vielleicht deutlich erklären können. Mein Dasein hat einen Gabecharakter. Es ist nicht nur etwas, das mich erhält, es ist jemand, der mich erhält. Und das ist jetzt ein entscheidender Schritt. Edith Stein wird nämlich sagen, wäre es nur etwas, das mich stützt, dann wäre etwas ja weniger als ich. Ich bin reflexiv. Ich bin ein Wesen, das sich sehnt. Ich bin ein Wesen, das sich reflektiert, das sich zu sich selber verhält. Wäre das, was mich stützt, aber nur ein Ding, ein unreflexer Gegenstand, dann wäre ich ihm ja in einer unendlichen Weise überlegen. Mit anderen Worten, es ist auch nochmal eine philosophische Überlegung, wenn ich selber Person bin, das heißt zu mir selber ein Verhältnis habe und gerade meine Nichtigkeit erfasse, aber auch mein dauerndes Gestütztsein, dann kann es nur eine Person sein, die mich stützt. Also nicht irgendein Gegenstand, nicht irgendetwas, was sozusagen als Automatismus mich hält. Ein solcher Automatismus verbietet sich, weil ich selber mehr bin als ein Automatismus. Nun bin ich bereits bei der Personalität, mit der ich gehalten bin. Ich bin vor ein Sein gebracht, das mich beständig hält. Ich bin in einer Seinssicherheit. Ich kann auf einen Seinsgrund schließen. Jetzt die sehr schöne, sehr schöne Schlussfolgerung. Ein Seinsgrund, der mich mir gibt. Also ein Gabecharakter hat. Und das bedeutet Person, ich als Person bin mehr als das Sein. Und dasjenige, was mich im Sein erhält, ist selbst auch Person. Person ist mehr als eine ontologische Behauptung. Person bedeutet, bedeutet Beziehung. Von Anfang an in Beziehung stehen wiederum zu einer Person. Das ist mehr als der Begriff Sein. Deswegen verlässt Edith Stein an dieser Stelle auch Thomas von Aquin. Das führe ich jetzt nicht aus. Sondern in der innerlichsten Stelle meines Ich bin ich Person im Sinne eines Erhaltens, eines Umfasstwerdens, eines Begabtwerdens von einer anderen Person. Mir kommt eine Fülle zu, aber nicht sachhaft nur, sondern eine Fülle, die mir von jemand zugesprochen wird. Mir kommt Leben zu, aber nicht als sachhaftes, sondern als Leben eines Lebendigen. Es ist ein Lebendiger, der mir Leben gibt. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt zu der Schlussformulierung kommen. Hier zeigt sich ein ganz sinnerfüllt Tiefes. Das heißt, in meiner innersten Selbsterfahrung wird mir ein Sinn zugespielt, der sich nun zeigt. Wäre das sich Zeigende nur Es, also nur ein Ding, ein Gegenstand, dann hätte es einen gewalttätigen und entmachtenden Charakter. Führt sie übrigens ganz großartig durch. Dann wäre ich einem Es ausgeliefert. Ein Es meint mich nicht. Es ist nur da. Es funktioniert gewissermaßen. Und ich bin ihm gegenüber ohnmächtig. Kommt aber das sich Zeigende als Du, dann öffnet es die Möglichkeit freischwingender Antwort der Liebe. Und jetzt ein sehr schöner Satz. Person wird auf Person resonant. Person wird nicht auf ein Ding resonant. Person wird auf Person resonant. Und zwar tiefer, als wenn ich vom Seienden auf das Sein hin spreche.
sondern Person spricht auf Person hin. Und das bedeutet dann, dass mir eine Fülle zugedacht ist, die mich im Leben hält, lebendig hält. Und dieser Fülle kann ich antwortend selbst wiederum mein Leben geben. Also ein Hin und Her. Es beginnt ein Fluten. Es beginnt, ich lese das jetzt vor, ein Erkennen, Lieben und Dienen und selige Freude im Erkennen, Lieben und Dienen, ein Empfangen und Annehmen zugleich, eine freie Hingabe seiner selbst in das geschenkte Leben hinein. Und in diesem Sinne ist bei Edith Stein, jetzt bin ich am Ende, das eigene Gegebensein, nur sinnvoll, wenn es einen Geber gibt, der mich mir gibt. Das heißt, ich habe eine Ich-Konstitution durch einen anderen. Und zwar ein anderes Ich, nicht ein Es, ein anderes Ich, das mich mir gibt. Gleichzeitig und Ende, dieses große, gewaltige und fruchtbare Sinn erfüllte Ich, das sich mir zuspricht, spricht sich anderen ebenso zu, intersubjektiv. Die Welt ist intersubjektiv von diesem Resonanzboden, sagen wir es nochmal etwas neutraler, gewollt. Sprache, Leib, sozialer Austausch sichern dieses große Wir. Aber diese gemeinschaftliche Sicherung ist wiederum so gedacht, dass uns ein Dasein gegönnt ist. Das Dasein gegönnt von einer zugrunde liegenden Personalität, das uns nicht nur einzeln mit ihr in Verbindung setzt, sondern auch in einem Wir miteinander und untereinander in Verbindung setzt. In diesem Sinne ist die reine Konstruktionsthese einer bloßen Ich-Isolation, die ihre eigene Welt schafft, natürlich öde. Ich zitiere jetzt nochmal Jaspers: Ich muss veröden, wenn ich nur ich bin. Für Edith Stein ist das Ich über ein Du und über ein Wir gekennzeichnet, das gerade nicht verödet, sondern den Reichtum einer Welt, einer Gegebenheit öffnet, an der jeder von uns in einer ähnlichen Weise partizipiert. Am Ende nochmal das Glück des Begreifens, dass wir gemeinsam sind, und das Glück des Begreifens, dass jeder von uns auch als solcher gemeint ist. Volo Ucis, das zitiert sie einmal, Augustinus, jemand sagt, ich will, dass du bist. Das ist das Glück unseres gemeinsamen Daseins. Jemand wollte, dass wir seien. Ich danke jetzt. Es war nochmal ein ziemlicher Gewaltritt, aber jetzt ist es gut und jetzt können wir auch nochmal kurz in ein Gespräch gehen. Ja, nochmals herzlichen Dank. Das war für mich jetzt eine wichtige Brücke, bevor Andreas jetzt gleich drankommt, so von einem philosophischen Ansatz hin zu einem Ansatz, der ins Glaubensleben, die Religion, in die Spiritualität hineingeht. Und da ich habe also viele, viele Punkte entdeckt von einer geistigen Grundhaltung, das finde ich sehr faszinierend. Das reizt jetzt tatsächlich, noch weiter darüber nachzudenken. Aber ich wollte mich zurückhalten. Andreas, du hast eine Frage, einen Kommentar. Bitteschön. Erstmal ein Kommentar. Wir sind ja hier im Hämmerle-Forum und der Lehrer von Klaus Hämmerle war Bernhard Welte. Und der Bernhard Welte hat genau das, was Sie gerade ausgeführt haben, in anderen Weise, er hat das Phänomen der Person beschrieben und hat dann die Frage gestellt, woher kommt sie? Da sagt er, wir kommen aus dem Nichts und gehen ins Nichts. Und hat dann sehr schön nachgewiesen, dass dieses Nichts eben kein nichtiges Nichts ist, sondern letztlich mindestens die Eigenschaften haben muss, die Person auch hier phänomenologisch zu finden ist. Mit anderen Worten, er muss noch mehr sein, noch eine größere Person, noch eine umfassendere. Das hat mich als ganz junger Student, da war ich 20 Jahre alt, unheimlich fasziniert. Ich war, glaube ich, der Einzige, der überhaupt verstanden hat, was der Professor wollte. Also verstanden habe ich nichts, aber ich hatte das hat mich irgendwie elektrisiert. Es ist schön, dass ich das jetzt bei Edith Stein wiederfinden darf. Vielen Dank. Ja, gerne. Dankeschön. Ja, weitere Kommentare, Ergänzungen, Eindrücke?
Ich kann ja noch mal eine Rückfrage. Bitte. Also entscheidend ist bitte, Edith Stein kommt über das Denken zum Glauben, ja? Das ist ganz merkwürdig, weil normalerweise gibt es, natürlich hat sie auch andere Erfahrungen, aber das Erste, was wirklich geschieht, sie denkt, und das ist sowas Hilfreiches. Ich habe in Dresden ja vor ganz vielen Agnostikern Vorlesungen halten müssen und wollen, wollen auch. Und Edith Stein ist eine extrem gute Brücke, weil man wirklich über das Denken zum Glauben kommen kann. Es ist nicht nur eine Frage der inneren, also einer Art von Mystik-Erfahrung, sondern es ist wirklich eine Frage, wer gibt mich mir? Wer gibt mich mir? Und die Antwort, die Natur, ist natürlich flau, weil Natur ist selber gegeben. Also wenn man wirklich denkt, muss man irgendwann auf eine Größe kommen, die ähnlich wie ich eine Person ist. Ja, das muss wohl sein, es geht nicht anders. Sie haben vorhin gesagt, Frau Professor Gerfalkowitz, dass der Phänomenologie darum geht, Phänomene auf ihrer Ebene zu verstehen. Das heißt doch dann, wenn ich tatsächlich Gott begreifen, verstehen will, dann geht das nur auf seiner Ebene. Ja. Und dann bin ich praktisch ihm, ja, ich sage es mal ganz mutig, gleich. Und das ist die Würde des Menschen, oder? Würdest du finden? Ja, zwei Dinge. Also zum einen denken wir Gott natürlich nicht ganz, oder besser gesagt, wir denken ihn, also Heidegger würde sagen, wir denken an, ja. Wir gehen in die Richtung, aber selbstverständlich denken wir Gott nicht adäquat. Aber trotzdem, also das ist jetzt diese selbe Bewegung. Wir haben eine Fähigkeit, uns auf ihn hin zu auszurichten. Das ist eine gewaltige Fähigkeit. Und die ist nicht abgeschlossen. Wir werden in dieser endlichen Existenz, Edith Stein zitiert dann Newman, nur in Rätseln und Bildern sehen. Sie hat Newman übersetzt und das hat sie sehr geschätzt, diesen Ausdruck. Letzten Endes Paulus, ne, wir sehen in Rätseln, wie heißt es? Zweiter Korinther, ja. Also mehr nicht, aber immerhin. Und Spiegel und Rätsel ist ja nicht nichts, ja. Das heißt, wir sind in einem wesentlichen Anflug. Aber die eigentliche Wesenserkenntnis Gottes, die wirkliche Wesenserkenntnis, das ist schon der richtige Ausdruck, ist postmortem. Das ist uns versprochen. Also da wird es noch was völlig, also wird es noch anders gehen. Als jetzt sind wir tatsächlich nur. Es ist nicht nichts, was wir tun, aber es ist, und die Richtung ist richtig und die Offenbarung hilft ja. Aber wir bleiben in einer Sphäre des Geheimnisses, die für uns nicht genau durchschaubar ist, ja. Aber wir denken sozusagen grundsätzlich in die richtige Richtung. Eine Ebene, die vielleicht die großen Mystiker, Mystikerinnen angenähern haben oder annähern konnten. Im Rahmen der Fokularbewegung setzen wir uns auch ziemlich stark mit den sogenannten Paradisi auseinander, also auch mit Erkenntnissen, die Chiara Lubich Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre hatte und wo sehr, sehr schillernd, aber auch schwer zu verstehen, ja, die Richtung sich ein wenig öffnet auf die Wirklichkeit des Himmels. Klingt aber spannend, kenne ich nicht, ja. Klingt ja, spannend, ja. Also jemand, der da sehr, sehr gut dazu arbeitet ist, mit dem ich auch ein bisschen befreundet bin, ist Roman Siebenrock, der Ihnen natürlich ein Begriff sein wird. Und Roman hat tatsächlich, ich kann Ihnen mal einen Text, Guardare tutti fiori, kann ich Ihnen mal zukommen lassen. Ah, sehr gerne. Das mache ich gerne so als kleines Dankeschön. Sehr gerne. Dann haben wir noch zwei Wortmeldungen. Ich würde sagen, das sind dann die letzten für den heutigen Abend, damit wir mit dem Gebet und mit der Auswertung noch einigermaßen im Rahmen bleiben. Und als Ersten bitte ich dann Gottlob Hess. Denkt dran, das Mikro anzuschalten. Ja. Gut, habe ich gerade angeschaltet, zeigt sich in der Offenheit für die Leiblichkeit nicht auch das Judesein von Edith Stein? Im Judentum spielt die Leiblichkeit wirklich eine große Rolle. Danke, eine sehr schöne Frage. Die Antwort heißt ja, ich glaube ja. Ich glaube ja, dass manches an Edith Steins Intensität des Denkens tatsächlich mit ihrem Judesein zusammenhängt.
Und die Leiblichkeit, ja, danke, ein schöner Hinweis. Ich wüsste nicht, sie selber hat das nicht so ins Wort gebracht, ja. Aber das kann man vermuten. Ja. Vielen Dank, ist ein guter Hinweis, ja. Wunderbar, danke schön, Gottlob und unsere Schweizer Theologin, Eveline Graf und Journalistin, bitteschön. Ja, danke vielmal, Frau Herr Falkowitz, für diese interessanten, tiefen Ausführungen. Ich bin noch etwas hängen geblieben bei einer Aussage im ersten Teil, bei dem Reinschauen, Wesensschau, Intuition. Und bei mir hat sich das verbunden mit dem Wort Kontemplation. Ist das zulässig? Und wie hat Edith Stein das gesehen, gelebt? Intuition, Kontemplation, reine Schau. Dankeschön. Auch das, die Frage sitzt auch gut, ja. Husserl hat mit dem reinen Schauen selbstverständlich zunächst mal nichts Religiöses gemeint. Mhm. Es ist trotzdem in der Nähe. Er hat einen merkwürdigen Satz gesagt. Meine Philosophie ist für die, die nicht an Gott glauben können. Das heißt, im Hintergrund ist ihm klar, dass die Methode, die er lehrt, parallel läuft zu einer religiösen Annäherung an Gott. Er selber ist übrigens sehr fromm gestorben, obwohl er lange Zeit keinen Gebrauch vom Neuen oder Alten Testament gemacht hat. Edith Stein hat ihm das, glaube ich, erbeten. Aber es ist tatsächlich so, und danke, dass die Grundhaltung ist dieselbe. Deswegen ist wirkliche Form von Philosophieren im Sinne des phänomenologischen Denkens und religiöses Meditieren nicht unähnlich. Die sind im Gegenstand unterschieden. Ja? Also im religiösen Meditieren gehe ich relativ schnell auf Thema Seele und, oder Engel oder Inhalte der Offenbarung. Aber die Methode der sozusagen dieser Selbstrücknahme und des, also das, dieses Kreiseln der Gedanken mal einzustellen und wirklich in einer Wesensschau zu bleiben, das ist tatsächlich vergleichbar. Deswegen sind sehr gute philosophische Stunden auch, ich habe das in meiner Studienzeit mal erlebt, muss ich sagen, ich hatte also fast eine Erleuchtung, fast Erleuchtungen in den philosophischen Vorlesungen, die mich sofort auch in religiöse Kontexte gebracht haben. Also zum Beispiel die Frage, gibt es Wahrheit? Ja, das ist eine Frage, die ist jetzt zunächst mal philosophisch zu stellen. Und der Augenblick, wo die gut beantwortet wird, sind sie sofort gewissermaßen auch an der Wahrheit der Offenbarung. Es gibt nicht 100 Wahrheiten, ja, sondern sowohl der Anlauf auf Wahrheit als der Grundcharakter der Wahrheit als auch die Personalität der Wahrheit. Das kann auch philosophisch weitgehend gedacht werden. Das ist eine große Hilfe. Und zwar gerade, wenn man mit Agnostikern arbeitet, weil man dann aus der unmittelbaren Stellungnahme zum Glauben erstmal zurücktreten kann. Niemand muss glauben, aber die müssen alle denken. Das ist schön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank Ihnen. Ja. Ja, herzlichen Dank auch für niemand muss glauben, aber denken muss man. Ja, denken muss man. Also das ist eine echte Forderung. Frau Professorin, darf ich Sie bitten, das Gebet von Edith Stein, das Sie ausgesucht haben, ich werde es mal freigeben, mit uns zu beten, zu sprechen. Darf ich einen Vortrag machen? Ich führe hin, aber vielleicht kann jemand anderer beten. Vielleicht kann auch Andreas Martin das noch lesen. Ja, ich will nochmal hinführen. Wir haben Edith Stein als Denkerin kennengelernt, die im Glauben mündet. Dieses Gebet ist sehr persönlich, sehr persönlich. Sie hat es geschrieben 1936 zur Taufe und dann Erstkommunion ihrer 9 Jahre älteren Schwester Rosa 1936 in Köln. Rosa ist später mit ihr umgebracht worden. Also von daher besteht ja eine unglaubliche tiefe Beziehung zwischen beiden Schwestern. Und das Gebet ist dadurch ausgezeichnet, es ist ein eucharistisches Gebet. Edith Stein hat täglich die Messe besucht. Täglich.
also seit sie getauft war. Und sie lebt wirklich aus der Eucharistie. Und Sie werden sehen, das, was jetzt so spröde war im Vortrag, ja, von Innerlichkeit und Phänomenalität und diesen Dingen, die ja erstmal philosophisch bleiben, hier wird sie ganz, ganz persönlich. Hier wird sie greifbar, ja? Ja. Also vielleicht können wir das gemeinsam jetzt hören. Danke, Andreas. Ja. Du senkst von Liebe deinen Blick in meinen und neigst dein Ohr zu meinen leisen Worten und füllst mit Frieden tief das Herz. Doch deine Liebe findet kein Genügen in diesem Austausch, der noch Trennung lässt. Dein Herz verlangt nach mehr. Du kommst als Frühmahl zu mir jeden Morgen. Dein Fleisch und Blut wird mir zu Trank und Speise und Wunderbares wird gewirkt. Dein Leib durchdringt geheimnisvoll den meinen und deine Seele eint sich mit der meinen. Ich bin nicht mehr, was einst ich war. Du kommst und gehst, doch bleibt zurück die Saat, die du gesät zu künftiger Herrlichkeit, verborgen in dem Leib von Staub. Es bleibt ein Glanz des Himmels in der Seele, es bleibt ein tiefes Leuchten in den Augen, ein Schweben in der Stimme Klang. Es bleibt das Band, das Herz mit Herz verbindet, der Lebensstrom, der aus dem Deinen quillt und jedes Glied belebt. Wie wunderbar sind deiner Liebe Wunder. Wir staunen nur und stammeln und verstummen, weil Geist und Wort versagt. Wunderbar. Herzlichen Dank, Andreas. Herzlichen Dank auch, Frau Professorin, dass Sie dieses Gebet ausgesucht haben, weil es nach dem Vortrag jetzt ganz anders klingt, habe ich jedenfalls den Eindruck, als vorhin, als ich es gelesen habe. Und von da auch nochmal herzlichen Dank, weil das ist Ihnen dann sicherlich gelungen, den Verstand zu öffnen. Und das ist ja durchaus auch in der Phänomenologie angemessen. Und mir geht natürlich dann immer auch mein Lehrer, sagen wir mal, sagt Andreas ja auch schon, Klaus Hemmerle durch den Sinn, der sicherlich jetzt von der himmlischen Wirklichkeit große Freude gehabt hat, so mit dabei sein zu dürfen und die Phänomenologie von Ihnen aufgeschlüsselt zu hören. Ich kann vielleicht an Sie, Frau Professorin, noch eine Frage weiterreichen aus dem Chat. Würden Sie uns ein Buch ans Herz legen, um mit der Phänomenologie weiter zu wachsen, mit ihr schwanger zu gehen, sie von innen her zu begreifen? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, das wäre empfehlenswert? Ja, natürlich. Es gibt Einführungen in die Phänomenologie, eine ganze Reihe sogar. Mhm. Ich habe mein eigenes Buch übrigens hier, Unerbittliches Licht. Ich kann es ein bisschen in die Kamera halten. Ah, ja. Da habe ich ein ganzes Kapitel über Phänomenologie, vor allem über Husserl. Und auch die Beziehung zwischen Edith Stein und Heidegger, weil die nicht sehr lange war, aber sie war intensiv. Und Edith Stein hat eigentlich ihr Hauptwerk gegen ihn geschrieben, also nicht gegen ihn im Sinne der Unterschätzung, sondern sie wusste, wie groß er war, aber sie hat eben einen anderen Ansatz versucht. Also da habe ich auch über die Phänomenologie eben versucht. Ich habe jetzt keinen ganz exquisiten Tipp. Es gibt eine ganze Reihe Einführungen, die sind auch ganz gut. Aber ich glaube, dass sie sich schneller oder leichter tun, wenn sie es an einer bestimmten Person mal aufhängen. Also gerade, ich würde auch noch mal empfehlen, für diejenigen, die schon weiter fortgeschritten, jemand wie Jean-Luc Marion, also wie Marion geschrieben, den Franzosen, der ist gut übersetzt. Aber auch zum Beispiel Michel Henry, also Henri Michel Henry,
Der hat die Worte Jesu phänomenologisch gedeutet. Das ist ein ganz tolles Buch. Worte Jesu heißt das. Der geht eben gerade phänomenologisch dran. Das ist, glaube ich, bei Alba Verlag erschienen. Das hat mir große Freude gemacht. Da kann man, glaube ich, richtig auch für Predigten was lernen. Einfach weil der Text ernst genommen wird, ja. Also was entlässt der Text? Sehr schön. Ja. Ich möchte das erst gezeigte Buch wärmstens empfehlen. Das ist wirklich gut. Vielen Dank. Edith Stein. Also da habe ich auch Herzblut reingearbeitet. Also Edith Stein kann man natürlich auch lesen. Ich kann das auch nochmal reinhalten. Es gibt diese 28 Bände. Das ist ihr Meisterwerk. Aber wenn Sie da reingehen, also mit Mut, weil es furchtbar dick ist, Sie sollten auch... Einfach, also man muss hier ein bisschen durchbeißen. Aber es ist sehr, sehr, sehr aufschlussreich. Ich fand es auch immer sehr gut. Man kann auch mal versuchen, in der Gruppe sowas zu lesen. Kommt man natürlich schneller durch. Sehr schön, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp. Andreas, da müssen wir mal drüber nachdenken, über den Vorschlag von Frau Professorin Gerl-Falkowitz, in der Gruppe lesen. Da werden wir mal wärmstens bedenken. Aber was ganz deutlich wird, man kann sich selber mal stabilisieren. Ja. Und das ist die Absicht. Man stabilisiert sich in der Sicherheit, genau. Dass man auf der richtigen Spur ist. Ja, das ist gemeint. Sie können natürlich nicht übermorgen irgendjemand mit Edith Stein und Phänomenologie konfrontieren. Ja, das geht ja nicht. Ja. Aber was toll ist, das ist Kirche in ihren 2000 Jahren. Ist natürlich auch ein Thesaurus von intelligenten Leuten, ja. Schon gut. Und das ist so. Also wirklich, es ist grandios. Es ist ein richtiger Thesaurus. Ich habe eine wunderbare Freundin, die früher meine Schülerin war, die sich vor einigen Jahren hat taufen lassen. Ich kannte sie bis dahin gar nicht. Und die Frage, warum sie das tat, hat sie gesagt, ja, Edith Stein hat mich so lange begleitet und jetzt muss ich es endlich mal tun. Das ist großartig, ja? Ja. Das ist wirklich großartig. Das braucht man gar nicht viel tun. Sehr gut. Okay. Wunderbar. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank noch einmal. Die innere Wirklichkeit, die uns verbindet, ist bestimmt stabilisiert und dann wird auch die Außenwirklichkeit, die Außenwelt etwas von dem heutigen Abend dann erleben dürfen. Und ich denke, das verbindet auch miteinander. Herzlichen Dank und für Ihre Einsatz, für Ihre Mühe. Und von mir aus können Sie das gerne ins Internet stellen. Sie hatten ja die Frage gestellt und ich glaube, genau. Das ging ganz gut. Prima. Ich habe keine Bedenken. Herzlichen Dank.